So, dieser Controller braucht zwei R6-Batterien. Ja, ich hatte eine. Beziehungsweise ich habe auch meine Wii-Fernbedienungen durchgesucht und alles. Ich habe auch in normalen Fernbedienungen gesucht. Ich habe alles durchsucht, weil ich halt gestern echt DMC aufnehmen wollte. Aber es war mir nicht vergönnt. Ich habe Batterien gefunden. Also die in dem Controller drin sind, beziehungsweise waren, sind alle. Von denen ist sogar eine teilweise ausgelaufen. Also der Boden von der Batterie, also der Minuspol, war schon etwas kristallisiert. Richtig gut. So, ich trinke mal schnell was. Oh, ich wollte die Pfeile auspacken. So, dann hatte ich nicht mal einen Bogen. Dann habe ich andere Batterien gesucht, die aus meiner Wii-Fernbedienung. Ich habe die goldene Zelda-Fernbedienung. So, da hat sich dann auch ein Problem aufgetan. Ich nehme die so in der Hand und die waren schon extrem leicht. Und fassen sich auch so komisch an. Die waren so komisch rau und rubbelig. Guck mir die so an. Sehen auch schon so komisch aus. So diese Plastikverkleidung war irgendwie so, ja, huckelig. Die war wirklich rubbelig. Da gucke ich mir weiter an und guck so oben beim Pluspol. Da ist halt auf der Plastikverkleidung eben so, ja, ein ziemlich silberner Ring aufgedruckt gewesen. Der Rest war blau. Waren Batterien vom Teddy. Deswegen. Und da habe ich am silbernen Ring gesehen, so stellenweise war es halt eben noch in dem normalen Silber gehalten vom Teddy. Also von den Batterien. Der normale Aufdruck war halt noch normal zu sehen, aber da war halt auch schon so eine dunkle Verfärbung eingequollen. Und da habe ich mir dann gedacht, ja, super. Die Batterien sind ausgelaufen. Die sind komplett ausgelaufen. Das Coole ist, die sind nicht an den Polen ausgelaufen, sondern nur unter der Verkleidung war halt der Scheiß. Das Geschmatter. Ja, in der Fernbedienung ist übrigens auch nichts, also der geht's gut. Aber dann hatte ich halt immer noch keine Batterien. Vor allem, die habe ich frisch eingelegt. Also, die hatte ich eingelegt, da hatte ich mich noch mit meiner besten Freundin getroffen. Also, das war das letzte Mal, als ich mich mit meiner besten Freundin getroffen habe, da hatte ich die eingelegt, weil wir da Wii gespielt haben. Ist ja okay, ne? Aber, das war dieses Jahr, es war Anfang des Jahres ungefähr. Also schon klar ein Stücke her, aber halt eigentlich nicht so lange her. Und das ist halt ultra ärgerlich. Und die sind halt wirklich kackeleicht gewesen, also das war echt unglaublich. Ja, also ich hatte dann auch die normalen Alkaline-Batterien hier, die Duracell. Und die waren halt betonschwer, wie normale Batterien halt sind. Also, ja. Fand ich schon ziemlich krass. Also die Teddy-Batterien waren halt wirklich plastikleicht. Und wie gesagt, die waren wirklich frisch eingelegt. Also das ist halt ultra ärgerlich. Warte mal, damit bin ich nicht zufrieden. Baue das hier nochmal ab. Ja, also das ist halt extremst ärgerlich, weil die halt einfach nichts getaugt haben, die Teddy-Batterien. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt an der Stelle sagen darf, aber ich würde jedem von den Teddy-Batterien abraten. Also meine Mutter meinte auch, sie hat die halt gekauft, weil die billig waren und weil sie eben R6-Batterien brauchte. Aber sie wird die auch nie wieder kaufen, weil die halt Plunder sind. Die taugen nichts. Und die scheinen auch des Öfteren auszulaufen. Weil sie auch meinte, da sind die auch schon einige ausgelaufen. Die wird sie nie wieder kaufen. Also das ist halt echt. Da kann man nicht mal mehr billige Qualität sagen, das ist einfach Mist. Also da hat Teddy wirklich super billig produziert.
So, wie will ich das machen? So. Also 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jetzt Cobblestone zwischen. Zack, 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 zack. Das hier wird zugemacht. Dann kommen hier die Blöcke hin. So, genau. Sorry, ich musste gerade denken und das ist immer sehr anstrengend. Ja, das habe ich gerade wirklich gesagt. Ja, also die Teli-Batterien sind wirklich ziemlich billiger Plunder. Und das ist halt ultra ärgerlich. Ja, das heißt, ich hatte keine Batterien für den Controller. Das heißt, keine Möglichkeit, Devil May Cry aufzunehmen, weil mit Tastatur wollte ich mir das nicht antun, wenn die Steuerung schon so behindert im Menü steht. Ich muss mir was anderes ausdenken. Habe ich auch. Also, ich habe jetzt auch eine Alternative gefunden, die ich spielen werde. Deswegen, das ist jetzt kein Drama. Also, was ich jetzt plane, ist hier eigentlich so ein kleiner Steg ins Wasser. Mache ich das doch auch so. Dann mache ich das, wie ich das jetzt überlegt habe. Zumindest so ungefähr. So, weil hier soll jetzt eine Fischhütte hinkommen. So, zack, zack. Ja, ich arbeite sehr gerne mit Stone Slabs. Wie man vielleicht merkt. So, ich konnte Devil May Cry dann nicht aufnehmen. Was ich halt sehr schade fand, weil ich hatte gestern Abend den Download halt reingestellt bei Steam. Damit ich eben nachts direkt aufnehmen kann. Dafür habe ich auch die Minecraft-Aufnahme verschoben. Gut, weil ich gestern auch keine Lust hatte, Minecraft aufzunehmen. Das ist halt mit ein Grund, warum ich vorproduziere, weil manche Tage habe ich halt echt absolut keine Lust. Ja, und dann musste ich mir halt was Neues einfallen lassen. Habe ich auch getan. Ich habe jetzt ein neues mögliches Projekt gefunden. 1, 2, tack, tack. 1, 2, tack, tack. Ich habe ein neues Projekt gefunden. Ist auch ein Hack'n'Slay-Game. Es wird nicht Bayonetta sein, zumindest steht bei Steam Hack'n'Slay drin. Ich brauche Zäune. Die habe ich drüben alle. Und ich brauche Gravel. Also bei Steam steht Hack'n'Slay drin. Ja, das habe ich auch schon teilweise durchgespielt. Also so etwas über die Hälfte. Ich werde natürlich an der Stelle nicht verraten, was es ist, weil die Folge Minecraft, die hier gerade läuft, kommt vor dem Spiel raus, weil aktuell läuft ja Tomb Raider. Das läuft bis irgendwann im November. Das kann ich ja an der Stelle soweit schon mal erzählen. Nein, nehmen wir es halt auch mit.
Ich glaube, bis zum 11. oder so läuft Tomb Raider. Nee. Keine Ahnung. Brauche ich jetzt auch nicht nachgucken. Lass dich überraschen. Auf jeden Fall. Was wollte ich sagen? Ja, jetzt werde ich an der Stelle noch nicht verraten, was das für ein Spiel ist, weil. Dann nehme ich den Gravel mit. Warum bin ich. Ich war jetzt echt blöd. Ah ne, ich wollte ja Cobblestone hier reinstellen. Erstmal, so. Weil aktuell Tomb Raider läuft, werde ich halt noch nicht verraten, um welches Spiel es sich als Nachfolger handelt. Und natürlich habe ich es mal wieder verkackt. Das müsste alles eins weiter raus. Sehr schön. Werde ich irgendwann anders mal anfassen. Deswegen werde ich noch nicht erzählen, worum es sich dabei handelt. Labs. Ja. Aber ich habe vor, jetzt nach der Minecraft-Aufnahme-Session hier das Spiel zumindest schon mal anzufangen. Also einfach, weil ich gerade Bock drauf habe. Und damit ich da auch schon mal so ein bisschen drin bin in dem Spiel. Um dann halt am Montag ist Adventure Time. Am Dienstag halt schon was aufnehmen zu können. So. Das Witzige ist, den Steg hier können wir tatsächlich später nutzen, um zu angeln. Weil später kommen ja Angeln und so vernünftig dazu. So. Also um es am Dienstag, um da direkt richtig loslegen zu können und nicht erst wieder alles einfinden zu müssen. Also gut, muss ich so oder so, aber ja. Dienstag ist halt Adventure Time. Hier kann ich immer noch nicht drauf platzieren, ne? Gut, dann 1, 2, tack. 1, 2, tack. 1, 2. Oh, als wäre es geplant gewesen. Also da gebe ich jetzt wirklich zu, das war so nicht geplant. So. Und zack. Deswegen habe ich das alles noch um eins angehoben, weil ich unbedingt tatsächlich diese Pfeiler hier drin haben wollte und halt auch so, dass man die sehen kann. So. So. Die reicht natürlich nie und nimmer aus. Um das hier alles stabil zu tragen. Ich habe kein Holz mehr, scheiße. Jetzt muss ich erstmal an Land schwimmen, um hier. Alles klar. Ich gehe mal auf Tauchstation, während ich mir Holz mache. So, nochmal kurz auftauchen. Luft holen. Und wieder runter hier. Und wieder hoch. Und wieder runter. So. Sehr schön. Mir gefällt's. So, dann kann man nicht hoch, dann hat man eine Aussichtsplattform auf dem Wasser. Ich meine, man hat hier ja nicht eine Brücke, mit der man das Wasser läuft. Nee, man braucht nochmal eine Aussichtsplattform. Eigentlich wollte ich hier die Fischerhütte hinstellen. Also hier so die Zäune wieder wegnehmen und in die Richtung eine Fischerhütte. Jetzt sehe ich den Sonnenaufgang. Ich denke mir so, nee, das kann ich nicht bringen. Man soll hier stehen können, man soll auf den Sonnenaufgang blicken können.
Da wäre ich dann jetzt die andere Frage. Wo stelle ich die Fischerhütte hin? Das ist halt echt mein großes Problem jetzt. Das ist jetzt wirklich ein großes Problem für mich. Ich weiß nicht, wo ich die Fischerhütte hinstelle. Deswegen nehme ich aus Frust jetzt erstmal ein bisschen Erde hier wieder mit runter. Aber hier hinten muss ja sowieso ein bisschen Terra geformt werden. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Was habe ich mir nur da wieder ausgedacht? Ich habe übrigens mittlerweile Geheimakte 3 gefunden. Also, die Folge kommt noch vor Release der letzten Folge. Also mit Deponia bin ich mittlerweile durch. Da habe ich neulich auch die letzten Folgen gerendert. Heute habe ich die auch alle fertig eingestellt. Also Upload sei schon hier, Release-Datum und so alles eingestellt, Thumbnails und so. Also ich bin jetzt wirklich durch mit Deponia. Das ist schon krass, das habe ich im April, glaube ich. Ich glaube, im April kam die erste Deponia-Folge. Das ist schon. Wir haben jetzt Oktober. Jetzt im Oktober kommt die letzte Folge Deponia. Wir haben. Weiß nicht. April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober. 6 Monate. Wir haben ein halbes Jahr ungefähr Deponia gespielt. Und als die erste Folge Deponia kam, da hatte ich ja noch so einen Zwei-Tages-Rhythmus. Da ich den einen Tag ein Actionspiel online gestellt. Ich glaube, das war sogar noch. War das dann noch Mass Effect? Nee, Metro und Far Cry haben sich am Anfang mit Deponia abgewechselt. Hier soll auch Holz rein. Ja, Metro und Far Cry haben sich da noch die Klinke in der Hand gegeben mit Deponia. Und wir haben ein halbes Jahr lang Deponia gespielt. Aber gut, war halt die Complete Journey, ne? Es sind ja 3 Spiele in einem. Wo kommt diese verkackte Fischerhütte hin? Das ist halt trotzdem übel krass. Finde ich. Und dass es jetzt vorbei ist, das ist so. Das ist das Ende einer Ära. So klischeehaft es klingt, das ist das Ende einer Ära. Das finde ich sehr schade gerade. Hier hat man eigentlich einen prima Keller. Komm, weißt du was? Ich ziehe hier jetzt die Fischhütte drauf. Ich hab's direkt verkackt. Ich will jetzt hier aus Cobblestone machen, den Keller. Ja, also ich bin schon ziemlich traurig, dass Deponia vorbei ist. Ich hätte mir bei so einer langen Sache halt echt gewünscht, dass es nicht mehr aufhört, weil das hat uns jetzt so lange begleitet und jetzt soll einfach Schluss sein. Wirklich. Für immer Schluss mit Deponia. Also gut, Deponia Doomsday wird irgendwann noch kommen. Ich habe jetzt echt keinen Cobblestone mehr. Oh nein! Ich habe keinen Cobblestone mehr, ne? Das Problem ist, wenn ich das jetzt mit Cobblestone baue, werde ich irgendwann wieder Cobblestone brauchen. Und dann muss ich entweder wieder in die Höhle gehen oder Cobblestone farmen gehen. Beides reizt mich gerade ja irgendwie nicht so. Ach. Wir haben halt echt kaum Cobblestone. Oh, und da haben wir Stone Slabs. Die nehme ich gleich mal mit. Oh ne, das Ding geht mir gerade auf den Sack. Das ging ja eigentlich schon bei Gronkh im Let's Play auf den Sack. Warum habe ich das überhaupt drin? Mich nervt das eigentlich. Kann ich gleich mal nach der Aufnahme rausschmeißen. Gut, ich weiß nach der Aufnahme. Uppala. Alles klar. Wie gut, dass wir hier eine Brücke haben.
weiß nach der Aufnahme wahrscheinlich sowieso nicht mehr, was das für ein Stück war.